Hey, this is Troy Baker, and this is Sochalores. Teenage Mutant Michael Bamberger, Teenage Mutant Michael Bamberger, Teenage Mutant Michael Bamberger. Er spielt Rabbit irgendwas Rabbits und hat keine Ahnung, was er tut. Hallo, herzlich willkommen. Folge Numero 4. Numero Quattro im wundervollen, wahrscheinlich nicht Playthrough, sondern Pausenfüllerprogramm, weil der gute Robin Rottmann leider sich im Urlaub befindet und gerade das macht, was ihm gebührt. Nämlich ganz viel Dinge essen, die geil sind und Bier trinken. Hoffentlich. Also das würde ich ihm wünschen. Das würde ich ihm sehr, sehr wünschen von Herzen. Was haben wir zuletzt gemacht? Wir haben irgendwie das Schloss freigespielt, haben da, irgendwie... Was haben wir da gekriegt? Ein Haus, das von Hasen zusammengebaut wurde, in dem man seine Waffen austauschen und kaufen kann. Die letzten Episoden noch getönt, dass ich so wahnsinnig viel Geld habe. Gerade festgestellt, dass ich nicht genug Geld habe, um mir Stuff zu kaufen. Das soll uns jetzt aber gerade nicht weiter interessieren. Wir sind ja schon fleißig am Münzen-Kollektoren. Und ich weiß nicht, ob man nicht vielleicht sogar auch Geld kriegt, nachdem man gekämpft hat. Ich glaube nämlich fast schon. Und wenn das der Fall ist, dann sollte das ja relativ flott gehen. Oh, guck mal, Stage 3. Gefahr von so oben, ne? Aufgepasst. Dann sollte das, glaube ich, relativ schnell gehen, so ein bisschen Geld ranzuschaffen. Oh, neue Gegner. Neue Gegners. Oh, das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber ich habe gerade eine Bastelschere in meiner Hosentasche gefunden und ich weiß nicht, was sie hier macht. Hopsa. Hüpfe so Trottel. Yes. Und das gerade hat sich so ein bisschen angehört wie die Kampf-Anfangsmusik von Pokémon auf dem Gameboy. Hopsen die Gegner, Teamsprung, wird sehr nützlich, nutze zum Vorteil. Alles klar. Okidoki, we can do this. Gab's denn davor schon andere Gegnertypen? Nee, das war nur ein Gegnertyp und das ist jetzt der zweite. Anonymer Sympathisant hat irgendwas geschickt, ihr könnt vor der Schlacht bestimmen, Hals über Kopf oder Getümmel stürzen. Lieber Zeit nehmen, Strategieplan. Hals über Kopf nenne ich es. Hals über Kopf. Wir gucken es uns aber einmal an. So, ich verstehe nicht, was... Sperren. Also gut, man könnte ja theoretisch gucken, vermutlich. Bewegung. Oh, Okay, ich möchte mit der Schlacht beginnen. Keine Ahnung. So, dann packen wir Mario mal hier hin, dann, okay, ihn würde er mit 100% treffen, das ist gut, auf jeden Fall. Zunderhai heißt die Waffe. Komm, schieß mal einfach mal, scheiß drauf. Go. Gib ihm, keine Zeit verlieren. Und mit ihnen mal jetzt was, also wenn das funktioniert. Ja. Oh. Da verschaffen wir uns mal einen kleinen Höhenvorteil. Und fisten mal hier einen rein. Was ich mich ja frage, ob es noch weitere Fähigkeiten gibt, also ob die Charaktere dann noch irgendwie sowas kriegen wie, ich weiß nicht, wer von euch XCOM gespielt hat, aber es gibt da so eine Fähigkeit, die nennt sich Overwatch. Das ist quasi so ein reaktiver Schuss, wenn Gegner sich in das Schussfeld der Figur bewegen, dann, krass, da treffen wir jetzt gerade niemanden, das ist ärgerlich, müssen wir unseren Zug überspringen, drücken Y. So ein reaktiver Schuss Overwatch, dass wenn Gegner sich in das Sichtfeld der Figur reinbewegen, dann schießt man automatisch einmal, so mit ein bisschen verringerterer Trefferchance. Oh, das ging in die Deckung. Also ich kann mir schon vorstellen, sehr, sehr gut, dass es da irgendwie noch ein paar tiefergreifende Fähigkeiten gibt, weil ansonsten wäre das schon ein bisschen flach. Es macht zwar Spaß, aber wenn es dann schon so eine Taktikkamera und sowas gibt, dann würde es mich schon schwer wundern. Komm, wir machen das einfach, wir bringen das einfach schnell zu Ende jetzt. Komm, wir gehen da runter, dann kriegt er einmal die Grätsche in die Fresse. So, zack. Hup, hup, hup. Jetzt verzichten wir zwar auf unseren Höhenvorteil, ist mir aber gerade ziemlich ladde. So, kriegt er nochmal ein Fistibär ins Gesicht. Oh, nur 20, das ist nicht gut. Und mit Mario... Kann er nicht. Ich wollte jetzt gerade hier nach oben springen und dann mich von Peach wegkatapultieren und ihm schöne Arschbombe geben. Aber ich glaube, ich mache das gerade einfach mal so. Und 50%. Wow. XCOM all over again, fuck me. So, dann gibt es ja auch wieder die Blood-Gratchen. Ey, wir machen uns jetzt zwar ziemlich angreifbar für den anderen Schnackelpeter, der da oben noch steht, aber wisst ihr was?
Wisst ihr was? Ist mir wurscht. So, den hätte ich gerne kaputt gehabt, aber dafür hätte Mario irgendwie noch treffen müssen. Jetzt nehmen wir wahrscheinlich ein bisschen Schaden, aber können wir ab. Ja. Und wenn er dann sowieso flüchtet, als uns noch einen Schuss abzugeben. Oh weh. Ja, das passt schon. Ich weiß jetzt auch nicht, ob man sich noch irgendwie heilt. Also wenn man den Kampf beendet hat. Oh wow, du triffst natürlich. Du mieses Stück Dreck. Okay. Okay, Vorsicht, Vorsicht, Freunde. Jetzt gibt's einen Meisterzug. Aber ist auch ganz nett, dass man die Münzen einsammeln kann, ohne mit den Figuren drüber laufen zu müssen. Wupp, wupp. Okay. Wir springen. Was? Nee. Guck, wir springen mit Mario auf Peach. Ja? Darin sind die beiden sowieso schon geübt. Und bringen uns da mal in so eine. Oder können wir da was machen? Nee, können wir nicht. Und bringen uns da mal in eine bessere Situation. Ne? Mario und Peach sollten ja sowieso sehr, sehr gut zusammenarbeiten. Ne? Das gleiche gilt sicherlich auch für Hasen-Peach. So, ganz gerne würde ich ihn kaputt machen. Aber bei ihm habe ich nur eine 11%ige Chance, deswegen schieße ich lieber auf ihn. Ist wahrscheinlich nicht so smart, weil es vermutlich mehr Sinn macht, erstmal die angeschlagenen Gegner kaputt zu machen. Aber who cares, who cares. So, jetzt wird er mal hier weggefistelort. Bitte triff. Danke, danke. Very good job, Peach, very good job. Und mit ihm machen wir das Gleiche. Können wir ihn grätschen? Nee, können wir nicht. Ärgerlich. Dann kriegen die Gegner auf jeden Fall nochmal einen Zug mit zwei Springhäschen. Oh, aber das macht schon Spaß, muss ich sagen. Ja, genau. Flüchte am besten in die Nichtdeckung, du Affe. Schauen wir mal. Also, taktisch wahrscheinlich nicht unbedingt die größte Finesse, die ich je gezeigt habe. So, aber wir haben das ja im Sack. Ne? Da brauchen wir ja gar nicht, da brauchen wir uns ja gar nicht anstrengen aktuell. So, was braucht er noch? Er braucht noch 34. Das kriegen wir doch hin. So, da gibt es noch einmal die Blutgrätschen. Und nochmal einen Schuss mit dem Blaster in die Fresse. Und dann ownen wir mit Peach den. Mit Rabbit Peach. Rabbit Piach. Den letzten Hasen. Tada! Good job. Oh, 4 von 6 Zügen. 6 Züge hätte man gehabt, um das hier zu beenden. Hat sich für mich aber schon nach mehr als 6 Zügen angefühlt. Aber ist ja auch egal. Soll uns jetzt gerade nicht weiter stören. Ich weiß nur gerade auch nicht, wo es weitergeht. Hier? Mit immer den Münzen nach. Oh, guck mal. Guck mal. Da gönnt sich der Goomba die Arschdusche. Hygiene ist alles. Erreiche das Ge... Oh, ist das ein neuer Spielmodus? Ist das ein neuer oder Kampfmodus? Gebiet scheint ruhig zu sein. Sensoren erfassen jede Menge versteckte Gegner. Wir können nicht alle besiegen, konzentrieren, Endzone erreichen. Einer von uns sichere Zone erreichen, gewinnen. Ja, okay. Ja, dann machen wir das, wa? Dann kämpfen wir einfach mal gar nicht. Wie wär's damit? Zack. Nee. Peach, bitte. Peach. Jumpy Jump. Boom, boom. Und mit Luigi gibt es den Ultra-Bock-Sprung. Ach nee, das funktioniert gar nicht. Das geht ja nur einmal. Ja, okay, dann kommt er hier hin. Also ich habe keine Ahnung, wie man den Modus hier angeht, am smartesten. Aber wenn wir nur eine Person in die Zielzone kriegen müssen, dann macht es vielleicht am meisten Sinn, hier einfach mal möglichst viel Boden gut zu machen, bewegungstechnisch. Wo ist Mario? Ja, Mario ist jetzt natürlich ziemlich weit hinten dran, das ist blöd, aber... Okay.
Und er schießt auf ihn vielleicht. Also sie. Ich weiß nicht. Ich will hier kein Gender assumen. So von Hasen in Frauenkostümen. Den Schuh, Freunde, den ziehe ich mir nicht an. Oh, wow, ey. Die machen halt schon gut Schaden gerade, ne? Das ist nicht ganz so angenehm für mich. Und jetzt kommen noch mehr Gegner. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. So, wir machen mal mit Mario weiter und gucken mal, dass er möglichst weit nach vorne kommt. Und dann vielleicht noch einen von den angeschlagenen Hasenbärts irgendwie in die Fresse schießen kann. Genau, dann kriegt er mal... Macht er den mal kaputt? Wuhu! Das lief okay, würde ich sagen. Mit Peach springen wir einfach schon mal weiter, weil sie hat auch noch am meisten HP. Dann gehen wir mit ihr einfach schon mal Richtung Endzone, Richtung Home Run. Und schießen aber trotzdem noch mal auf den Hasen hier, weil auf die Vergrabenen kann man noch nicht drauf lasern. So, boom, boom. Okay, man kann auch nicht auf sie drauf springen. Auf Rabbit Peach können wir auch nicht drauf springen. Machen wir das einfach mal so. In der Hoffnung, dass das irgendwie cool ist. Komm schon. Mach kaputt. Jawohl. Nice. Nice. Und jetzt gibt's Schmerzen. Jetzt müssen wir ein bisschen Däumchen drücken. So, das ist dieser... Kennt ihr diesen XCOM-Moment? Wenn ihr wisst, ihr habt Scheiße gebaut und könnt nichts tun. Ich kenne ihn leider sehr gut. Oh no, oh no. Ah. Oh, Luigi geht's wirklich... Oh, damn it. Reicht das? Ist er down? Luigi down auf 5 HP, Alter. Okay. Ja, aber ich glaube, wir haben es geschafft. Also, je nachdem, ob wir dann noch die restlichen Gegner wegnaschen müssen. Aber ich würde jetzt einfach mal den Weg des geringsten Widerstands gehen und hier mal einen Flickflack reinmachen. Whee! Oh, das war's! Nice! Das ist gut. 3 von 7 Zügen, aber Luigi fast den armen Luigi verloren. Ja, ist gut. Teamstatus. Züge. Perfekt. Freut mich. Jetzt haben wir auch wieder Geld. Das heißt, eventuell können wir jetzt eine neue Knifte kaufen für entweder Luigi oder für Mario. Das würde ich mir doch mal antun. Vielleicht. Haben wir wieder... Ah, Kampfzentrale kann man jetzt... Ah, okay, das ist das, was man normal nur in Peach Castle machen kann. Da kann man sich sicherlich gerade mal angucken, wie viel HP wir so haben. Ah, guck mal, Luigi ist wieder voll. 220. Man wird dann wohl scheinbar doch geheilt nach dem Kampf. Guck mal, wie lässig sich Mario umdreht. Schau euch mal an. Obacht. 3, 2, 1. Huh? What's up? Mario ist ganz schön lässiger Typ. Für jemanden, der 60 Jahre alt ist. Ha. Ich bin mir mittlerweile sehr sicher, dass das eine Trans-Geschichte ist. Also ich glaube, das ist ein männlicher Rabbit, der aber in seinem Herzen eine Frau ist. Das finde ich in Ordnung. Das finde ich in Ordnung, dass sich Ubisoft und Nintendo auch mit diesem Thema auseinandersetzen. Hm? Da kann man nur mal applaudieren. Das finde ich gut. Und Luigi ist eher so ein bisschen verwirrt, um es mal nett auszudrücken. Hat vielleicht eine kleine Lernschwäche, so. Ich weiß es nicht. Er sieht auf jeden Fall nicht wahnsinnig kompetent aus. Also so ein Mathe-Nachhilfe würde ich jetzt nicht unbedingt von ihm nehmen wollen. Naja, wie dem auch sei. Meine Uhr tickt schon wieder runter und ich muss mir, glaube ich, gleich mal ein bisschen eine Kleinigkeit zu essen schnappen. Werde dann aber direkt noch ein paar Episödchen aufzeichnen, damit ihr schön was zum Wegglotzen habt. Bis der gute Robin Rottmann aus seinem Ballermann-Partyurlaub wiederkommt. Müsst ihr erstmal mit mir vorlieb nehmen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Ja, Feliz Navidad. Hab euch lieb. Ne? Und aus Hacke Peter. Kacke später.